Es gibt dann einen kleinen Hinweis in der Biografie, dass sie Messdiener waren. Wie steht das? Ja. Ich dachte, ihr bischöfliche Schule macht mal einen richtigen Einstieg. Messdiener. Aber es ist ja nicht ganz unwichtig. Nee, es hat ein. Ja. Wird später auf alle Fälle irgendwie auftauchen. So. Das hat mich auf alle Fälle geprägt. Ja. Also die Begegnung mit goldenem Zierrat und überhaupt Gold ist hat, dann das Thema. Da irgendwo seinen Ursprung ist, aber ihr habt inzwischen was ganz anderes. Oder? Ja. Dann hatten Sie von einer Patentante ein Buch über Boys and Warhol bekommen. Das war dann so ein bisschen die nächste Lenkung. Und wie ging es eigentlich los? Es ging nicht direkt mit Kunst los, sondern in Düsseldorf zuerst Anglistik und Philosophie. Ja. Hat auch eine Gelenkfunktion, Anglistik, weil Sie ja stetig zwischen USA und Deutschland pendeln, noch vor 3-4 Wochen in New York oder San Francisco waren. Und das ist ja schon nicht so ganz häufig. Ja, an der Kunstakademie studiert, im Orientierungsbereich bei Walter Dahn und dann bei Michael Bute. Haben Sie schon mal den Namen gehört, Michael Bute? Ja. Ja, wir sehen schon eine Arbeit und ich meine, es gäbe auch viele Verbindungen zu Ihren frühen Arbeiten, gerade zu den Blumenbildern, also das Erzählende, das Ornamentale, das vielleicht manchmal auch überfüllte, kleinteilige. Das, ja, Kunstakademie und dann hatten Sie unglaublich viele Lehraufträge, also das ist ja Wahnsinn. Ja, kommen Sie durch, setzen Sie sich hinten hin, nicht? Oder nehmen Sie sich einen Stuhl runter, nicht? Ja. Lass es noch bei, ja, das ist wie bei Schülern, die kommen dann zu spät. Und, ja, Kunstakademie, Meisterschüler von Michael Bute. Und zwischendurch immer mal wieder gependelt, Lehraufträge überall in San Francisco, was mir aufgefallen ist, Bauhausjubiläum nächstes Jahr, Sie waren auch kurz in Weimar mit einem Lehrauftrag und Lehrauftrag in New York, aber dann eben auch Gastprofessor ab 2014 an der Kunstakademie und jetzt normaler Professor oder ist das noch Nein, das ist jetzt, im Moment muss das beendet werden. Es hat irgendwie politisch-finanzielle Gründe und eventuell kann ich mich dann jetzt bewerben auf jemanden, der in Rente geht. Ah ja, Lauerstellung. Ja. Ja. Mal gucken. So, das so ein bisschen zum Biografischen. Wir haben alle in Erinnerung 2007, als Stefan Kürten im Haus Esters ausstellte mit seinen architekturbezogenen Arbeiten. Und wir werden es ja nachher sehen. Und die Galerieverbindungen sind eben auch weit gestreut. San Francisco, New York, in Münster, eine Galerie vornehmlich mit grafischen Arbeiten. In Düsseldorf gab es 2 Galerien, aber von Cosar haben Sie sich etwas getrennt. Genau. Da, ja, okay. Ja. 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 Starten wir jetzt einfach. Herr Kürten hat schon ein Bildprogramm für Sie vorbereitet. Und jetzt müssen wir einmal testen, wenn wir das Licht ausmachen, dass Sie uns nicht einschlafen. Sonst laufe ich mit so einer Wasserspritzpistole umher, nicht? Müsste aber gehen. Müsste gehen, ne? Oder? Okay. Also, für mich ist es jetzt interessant, weil ich mir die Fotos, die jetzt kommen, selber nicht mehr angeguckt habe. Die werden jetzt einfach kommen und ich werde spontan reagieren. Es hat damit zu tun, dass ich geprägt durch USA, da muss man ständig so Vorträge machen und so, habe ich natürlich sowas vorbereitet. So ein Fall, wo alles drin ist. Und da geht es um meine Bilder, Architekturen, Techniken, alles wird so ein bisschen erklärt oder ist selbsterklärend in der Reihenfolge der Bilder. Und
da ich aber eben auch oft was mit Studenten mache und versuche, denen nahe zu bringen, was ich so mache, habe ich dann vor ein paar Jahren das komplett umgestellt. Und ich habe jetzt ein zweites Pfeil, steht auch immer drauf, Lecture, dann versuche ich mir das an den Jahreszahlen zu merken. Und das fängt komplett anders an. Also auch dieses Pfeil sah vor 5 Tagen noch komplett anders aus. Und das erste Bild, was dann kommt, sind Plattencover. Weil ich wollte den Studenten damit irgendwie so klar machen, wie bin ich überhaupt zur Kunst gekommen. Und habe dann einfach Plattencover von Jimi Hendrix oder irgendwas, Musik, die ich durch Zufall mal gehört hatte. Oder Buchcover, Jack Kerouac, On the Road, was mir ein Freund namens Boris mal schenkte, bevor er in die USA ging. Das hat mich unheimlich geprägt, dieses Buch. Und deshalb bin ich dann später auch selber in die USA. Und all diese Dinge, die erschienen mir mindestens genauso wichtig wie irgendwelche Bilder, die ich mal gemalt habe. Und da ich aber jetzt nicht so ganz bei Null anfangen wollte, habe ich so einen Kompromiss gemacht. Ich habe einfach in dieses, ich erkläre alles mal von Anfang an, Pfeil reingeguckt und habe jetzt so spontan ein paar Sachen rausgeschmissen, weil ich dachte, das wird sonst zu lang. Zumal ich noch vorhabe, gleich einen Film zu zeigen von 16 Minuten. Der Film geht eigentlich 45 Minuten und ich habe einfach von dem Originalfilm, das hat so einen Filmemacher, der macht so Künstlerporträts in Düsseldorf, Werner Reune, hat lange für das ZDF gearbeitet und er macht dann immer so ganz konzentrierte Porträts. Der hat mich vor 1,5 Jahren, hat er gehört, dass ich vorhabe, ein Riesenbild zu malen, ein sehr aufwendiges, mit kleinen Blumen. Ich hatte ihm das einfach mal auf einer Party erzählt und dann hat er mich monatelang immer wieder angerufen, gefragt, ob er das filmen dürfte. Ich wusste aber, dass das Bild bestimmt ein Jahr oder 8, 9 Monate dauern wird, das zu malen. Und habe ihn dann tatsächlich ein paar Tage, bevor ich angefangen habe, angerufen. Und er ist dann immer wieder mit seinem Kamerateam gekommen. Und irgendwann hatte ich mich da so dran gewöhnt, dass sie kommen. Ich habe denen Schlüssel gegeben. Die gingen bei mir ein und aus, dass ich dann selber, und darum ist es einigermaßen gut geworden, gar nicht mehr gemerkt habe, ob die da sind oder nicht. Ich habe es natürlich gemerkt, aber es hat mich nicht behindert. Ich habe einfach meine Arbeit gemacht, er hat ab und zu ein paar Fragen gestellt. Ansonsten haben die auch schon mal gefilmt, ohne dass ich wusste, dass die gerade filmen, weil mein Atelier mehrere Räume hat. Darum zeige ich gleich davon einen Zusammenschnitt, den habe ich selber gemacht. Ich habe einfach in irgendeinem Filmprogramm auch dann einfach Sachen rausgeschmissen, weil ich dachte, das wird sonst zu lang. Aber das erklärt sehr viel Dinge, die ich sonst auch hier vorne sagen könnte, aber im Film hat das so einen schönen Fluss. Und ich fange aber jetzt einfach an mit den Bildern und werde jetzt immer spontan reagieren auf das, was wir da sehen. Michael Bute, mein Lehrer, habe ich mir nicht ausgesucht in der Akademie. Also ich wollte halt immer Kunst studieren, das war schon so mein Wunsch und relativ früh. Und als ich an die Akademie kam, gab es den Bute noch nicht, ich kannte mich auch nicht so aus. Und der hat mich dann einfach genommen, der hatte eine Arbeit von mir gesehen und hat dann gesagt, hier, von wem ist das, ich würde sie nehmen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, gehe ich mal in diese Klasse. Also einfach nur so als Erklärung, was mein Lehrer so gemacht hat. Ich habe jetzt wieder mehr mit seiner Arbeit zu tun, der ist vollkommen in Vergessenheit geraten gewesen, bis vor ein paar Jahren. Leider ist einer der, ich sag mal, ungewöhnlichsten Künstler Deutschlands gewesen, ist sehr jung gestorben, hat halt sehr... Mit 50 Jahren. Mit 50 Jahren extrem Lebensstil gehabt, was ich ja als ein Student bezeugen kann und hat einfach schnell gelebt. Aber eine Ausstellung im Haus der Kunst in München. Genau, also er kommt jetzt, er hat jetzt so ein bisschen so ein Comeback, unter anderem aber habe ich, ich habe selber auch viele Arbeiten von ihm und ich kenne die Dame, die seinen Nachlass hat und total verarmt in der Nähe von Düren lebt und habe sie halt so in Kontakt gebracht mit so ein paar Galerien und so und die zahlen ihr jetzt ein Gehalt, damit das schon mal das Dach von dem Lager da, so ein Bauernhof, geflickt wurde, damit es da nicht mehr reinregnet, wo halt noch viele Arbeiten gelagert sind. Ja, das ist Michael Bute, ich sag mal so vielleicht 2, 3 Jahre vor seinem Tod. Ja, man sieht aber diesen Orientteppich, das Ornamentale auch am Boden, was sie ja in ihrer häuslichen Umgebung mit den Eltern auch manchmal so ein bisschen inspiriert hat. Ne? Genau, also es war mir nicht fremd. Ich meine, ich finde schon, ich arbeite sehr, ich war auch mit ihm oft uneins. Ich arbeite schon anders.
Aber klar, hier und da merke ich auch die Einflüsse und es war eine interessante Zeit und ich möchte nicht missen. Nur mal weitermachen. Genau. Das ist jetzt eins meiner frühen Bilder. Für mich insofern Schlüsselbild kommt, darum ich halte das kurz, weil es im Film auch gleich nochmal vorkommt. Das Bild ist jetzt auch schon so 30 Jahre alt. Und das habe ich noch während meiner Studentenzeit gemalt. Und es geht darauf zurück, dass meine Mutter eh Angst hatte davor, dass ich dann nach einem Semester gemerkt, das kann ich nicht. Also ich kann es schon, aber ich wusste, ich habe auch ein Faible dafür, ich unterrichte auch gerne, rede auch gerne. Und hatte aber irgendwie das Gefühl, nee, ich muss das richtig, also alles oder nichts machen. Und habe dann direkt im ersten Semester gewechselt, freie Kunst. Und meine Mutter war darüber nicht so glücklich und hat auch immer zu mir gesagt, kannst du nicht mal was Schönes malen? Und bei einem dieser Gespräche saß man in ihrer Küche und die Küche hatte so eine Blümchentapete. Und habe gedacht, okay, jetzt kriegt sie mal, was sie will. Und die Blumen gemalt. Ganz kleine, genau. Und ja, kann man das nächste Bild machen. Ich will mich bei diesem Ding nicht zu lange aufhalten, weil wie gesagt, im Film kommt es nochmal. Das ist die zweite Version. Ich habe die dann in verschiedenen Farben gemacht. Wieder für die Mutter. Ja, also indirekt. Eigentlich wollte ich sie so ein bisschen ärgern. Aber die sind für mich wahnsinnig wichtige Bilder, weil ich auch merkte, mich dieses, ich nenne das mal das All-Over-Prinzip, das habe ich bis heute, selbst in meinen Architekturbildern. Also es gibt ja auch Leute, die würden im Prinzip im Hintergrund malen. Zum Beispiel ein Freund von mir heißt Cornelius Völker, ist so ein Maler aus Düsseldorf, der malt mit großem Pinsel und so. Und wir lachen halt immer, wenn wir uns treffen, darüber, dass er sagt, ich wäre genau das Gegenteil von ihm. Für ihn ist halt das Objekt, was man malt, ist in der Mitte vom Bild und knallt so nach vorne. Für mich ist es so, ich nenne das immer Stricken. So im Prinzip ist diese Stelle ist genauso wichtig wie die. Und ich muss mich dann da halt hinarbeiten. Und so ähnlich arbeite ich auch bei Architekturbildern. Dann sind Sie hier in Krefeld gut aufgehoben. Genau. Textile, Tradition, genau. Das kann man eigentlich das nächste, genau. Das ist das größte von all denen. Und das Bild spielt insofern eine Rolle, das ist in den USA. Ich bin dann halt irgendwann nach meinem Studium in Düsseldorf noch nach San Francisco gegangen, habe da studiert und habe dieses Bild, was ich hier so angefangen oder fast fertig hatte, mitgenommen. Das ist da auch verblieben und hat mir dann da auch Türen geöffnet. Und dann habe ich so meine ersten großen Ausstellungen gehabt in Museen und Galerien und ja, das war, ich sag mal, da hatte ich das auf die Spitze gebracht. Das ist riesig, so ungefähr 3 Meter mal 3,80 Meter oder so. Und dann habe ich gedacht, ich muss das irgendwann nochmal machen. Das war vor auch fast 30 Jahren, 1989. Ist denn ein Studium in San Francisco vergleichbar mit Düsseldorf oder? Nein, ist anders. Es ist also ich war am Art Institute San Francisco, ist eine renommierte, wichtige Schule für Amerika mit Ruf, aber der größte Unterschied ist natürlich, sage ich auch meinen Studenten in Düsseldorf, dass sie sich mal so an den Händen fassen sollen und froh sein sollen, dass sie in Düsseldorf sind, weil es ja nichts kostet. Also das Studium da ist unglaublich teuer, wie alle Studien in den USA. Und welche Chancen das bedeutet, eben wenn man dann diese Möglichkeiten hat, wie hier in Düsseldorf, das wird einem erst klar, wenn man dann da ist. Ich hatte halt ein Stipendium, Glück gehabt, und das war dann bezahlt dadurch, so ein Fulbright-Stipendium. Ich konnte ein Jahr lang im Prinzip da leben und arbeiten, aber ich bin dann danach einfach in den USA geblieben. Aber für jemanden, der da wirklich studiert von Anfang an, der geht als junger Künstler in die Kunstwelt und mit einem riesen Haufen Schulden. So ähnlich wie ja auch in vielen anderen Berufen oder Lebenswegen. Sie sagten mal pro Semester 12.000 bis 15.000 Dollar. War früher so, 15.000 Dollar ein Semester, jetzt wahrscheinlich 20 bis 25 pro Semester. Das müssen dann entweder die Eltern zahlen oder, das fand ich halt auch immer so ein bisschen schwierig, weil wir haben dann so blöde und politisch unkorrekte Witze darüber gemacht. Es gibt natürlich jede Menge Unterstützung, aber dann muss man halt entsprechende, sag mal, Voraussetzungen mitbringen. Und die sind dann wieder, ja, es hat dann mit geschlechtlicher Orientierung zu tun, Herkunft,
das war dann immer so ein, ich nenne das mal so ein Witz unter den Studenten, dass die dann, oh, du deine Eltern zahlen es nicht, also was, so nach dem Motto, was hast du? Was ist dein Problem? Welche Krankheit? Oder? Ich fand das schon damals, ja lange her, schon ein schwieriges Problem. Also machte einen nachdenklich, dass die Studenten, die ich da kennengelernt habe, entweder aus sehr reichem Elternhaus kamen oder eben, man kann fast sagen, das Gegenteil. Also es gab wenig so ein wenig in der Mitte. Ja, das ist einfach so ein Detail. Ich habe da eben auch reingeschrieben, das hat mich auch schon immer interessiert. Können wir. Weil es kommen ziemlich viele Bilder. Sonst wird das zu sagen. Aber die sich ist? Ja, die Idee war eigentlich ursprünglich diese Blumen, auch so naiv gemalt und dann eben so eine Welt. Die Bilder heißen tatsächlich Heile Welt. Ich habe die auch so genannt wegen meiner Mutter. Und habe dann halt versucht, diese Heile Welt zu unterwandern, indem ich eben Dinge reinschreibe oder male, die von Weitem, also für mich hatte dieses Bild immer drei Stufen. Von Weitem war es ein fast monochromes grünes Bild mit so ein bisschen so einem rötlichen, rot-gelben Licht. Wenn man näher kam, merkte man, oh, das ist ja gar kein Farbbild, sondern da ist ja irgendwas drauf, eine Tapete, also irgendwas Regelmäßiges. Wenn man noch näher rankam, war dann das jetzt. Ist das jetzt ein Ausschnitt oder? Ja, das sind Mini, also das sind, ich würde sagen, das ist so ein, also diese Blumen sind alle ungefähr so groß, jeder einzelne. Das heißt, die Schrift ist so nicht viel größer als Handschrift. Aber Herr Kürzchen, ja. Welche Farben verwenden Sie? Ich habe damals Öl verwendet. Ja. Wie man sieht, witzigerweise geht das zurück auf Schul- oder Kindergartenerfahrungen, die ich mal gemacht habe. Ich habe jetzt eine kleine Tochter und da habe ich das wiederentdeckt, dachte, toll, was die machen. Kennt man doch noch von früher. So ein buntes Bild malen mit Wachsmalkreide, schwarz machen und dann kratzen. Ja. Ähnlich. Bei mir buntes Bild machen mit gelb-rötlichen Farben, trocknen lassen ein paar Tage, eine ganz dünne Schicht in Blau darüber, über dem Gelb wird das dann grün, und langsam trocknendes Malmittel, einen Pinsel, den ich so schneide, dass ich damit ganz fein und mit Terpentin die Farben wieder wegnehme und dann anschließend das Ganze noch ausmale. Und das ist alles sozusagen weggenommen. Das ist, diese Gelbtöne sind nicht gemalt. Das hat teilweise Batik-Charakter. Mit Terpentine weggenommen, ja. Das mache ich aber heute auch mit Tusche und Acryl, also das geht auch. Ich bin da übrigens so vollkommen frei, also Öl oder Tusche, Acryl, alles geht. Genau, das ist, da habe ich studiert, das ist das Art Institute in San Francisco, ist sehr schön gelegen. Verführt aber auch viele Studenten dazu, irgendwie so ein bisschen abzuhängen. Also das war mir auch aufgefallen, vielleicht weil ja auch vielleicht das Wetter auch so schön, keine Ahnung, es erschien mir so ein bisschen lahm da. Ich liebe die Stadt, also ich bin bis heute mit dieser Stadt verbunden, habe da eine Galerie, reise da oft hin, werde da jetzt auch in ein paar Monaten wieder sein. Aber ich fand zum Beispiel Malerei in San Francisco war, hat mich nicht weiter interessiert. Und wofür die Stadt, also oder diese Schule bekannt ist, ist halt mehr so Film, Performance, Video. Die nannten das New Genre. Das war, habe ich dann leider erst, als ich, nachdem ich mein Jahr, also mein Geld verbraten hatte, habe ich das dann so gemerkt, dass die interessanteren Künstler in dem Bereich arbeiten. Mit denen bin ich auch noch befreundet. Ich war gerade letztes Jahr mit meiner Klasse hier von der Akademie da und wir haben da ausgestellt, auf Einladung der Schule. Der Glockenturm gehört wohin? Das ist die Schule. Das ist die Schule? Ja, ja. Das, da hat Diego Rivera, hat da ein riesen Wandgemälde gemacht in der Schule. Also es hat so ein bisschen auch so einen... Der mexikanische Künstler, ne? Mexikanischen... Ja, immer, der Mann von Frida Kahlo. Ja. Genau, da, das ist der Blick von der Cafeteria. Also nicht schlecht. Genau, und während ich dann da war, war das mein allererstes Bild. Darum habe ich es mit reingenommen, es ist ganz klein. War dann so also ein bisschen verwirrt, Düsseldorf, dann war ich auf einmal in San Francisco und kriegte dann so, nachdem ich da endlich angekommen war, so ein bisschen Heimweh und habe dann so
Landschaften gemalt, die jetzt eben nicht typisch kalifornisch sind. Und das war die allererste. Und dann wollte ich die mit so einem Heimwehgefühl versehen. Und weil ich Fußball vermisst, habe ich einen Fußball. Und daraus sind dann am Ende 36, weil ich dann merkte, okay, das reicht jetzt nicht, das Fußballtor. Dann habe ich noch eins gemacht und habe mir überlegt, okay, ein Tannenbaum. Wenn wir jetzt weitermachen, dann sieht man das. Eine Serie. Ja, 36 Bilder. Das war so meine erste Arbeit. Damit habe ich, also die heißt auch Heim und so. Ich habe dann gedacht, okay, ist ganz gut, wenn ich immer die gleiche Landschaft male. Also, und dann auch so ein paar Gags, hier steht Mama, Papa. Denn einfach das Licht in den Bäumen kann man lesen. Ja, noch eines. Ja, und dann merkt man, das wurden dann immer mehr. Und genau, und das ist im Berkeley Museum, da ist auch das grüne Blumenbild, von dem ich eben gesprochen habe, was ich glücklicherweise mitgenommen habe aus Düsseldorf, weil es, wie gesagt, so ein Türöffner war und das hat dann auch ein bisschen mein Leben verändert. Weil durch diese eine Ausstellung, weil das Berkeley Museum ist wirklich, hat einen sehr großen Ruf und ich war der jüngste Künstler, der da je ausgestellt hat und danach hatte ich eigentlich keine Probleme. Okay, dann habe ich mich da so Künstlergruppen angeschlossen, was ich bis dahin auch nicht kannte. Also ich habe hier in Düsseldorf eher so alleine gearbeitet. Und in San Francisco, das fand ich halt auch sehr toll. Die haben, die anderen Künstler, die ich so kennenlernte, die ich interessant fand, die haben halt alle sehr viel miteinander gearbeitet, also Projekte gemacht. Radioshows oder, ja, aber hier würde man das so Off-Galerien oder so gegründet für einen Abend, Filmabende gemacht. Und da war ich in so einer, das ist die Künstlergruppe. Das war ein Plakat für eine Ausstellung in Berlin. Sie sind in der Mitte. Ich bin in der Mitte, genau. in dieser Zeit habe ich auch angefangen, mich mit radikal von Farbe abzuwenden. Ich habe dann irgendwann so Monoprints gemacht. Ich habe einfach schwarze Farbe auf eine Glasplatte ausgerollt. Habe dann immer ein Blatt draufgelegt und von hinten drauf gezeichnet, später auf Leinwand. Und da müssten jetzt eigentlich die nächsten paar Arbeiten kommen. Genau, da kann man das sehen. Das sind jetzt halt 365, also ein Jahr Sonnenuntergänge. Und durch diesen Klee hat das, glaube ich, auch viel benutzt, durch diesen von hinten Zeichnen gibt es halt das Original, das auf der Rückseite ist im Prinzip eine Bleistiftzeichnung. Je nachdem, wie hart man drückt, oder ob ich ein HB oder ein H2, es gibt da diese verschiedenen Stifte, kann ich auch noch kontrollieren, wie schwarz das wird. Und es hat dann halt immer so, ich nenne das mal so, um die Linie herum ist ein kleiner Hof von kleinen Pünktchen. Und ich mochte das schon immer, da wurde mir das dann auch klar. Ich hatte in meiner Klasse, bei Michael Wute war ein so ein Künstler, der hatte so ein bisschen gemalt wie Giacometti. Ich habe das immer verachtet, weil ich fand das so schrecklich, dass jemand so im Prinzip so, das sah auch immer so angestrengt aus, so versuchte so Pinselstrich, das sollte immer so künstlerisch aussehen. Offen gemacht und so. Und als ich dann diese Schwarz-Weiß-Arbeiten machte, wurde mir klar, mir geht es eigentlich darum, wie bei den Blumenbildern auch, keine Handschrift zu haben. Also keine Blumenbilder. Ach, man erkennt ja schon an der Linie oder an dem Schwung, von wem das gemalt ist, sondern eigentlich war das eine Reduktion meiner Person auf so ein Gefühl, also bis heute habe ich das, dass Leute sagen, sieht aus wie gedruckt, das empfinde ich als Lob. Da kann man das sehen, wie das dann... Und das habe ich dann 2-3 Jahre, also das Problem war, ich hatte das mal so eingeworfen, also einfach in Schwarz-Weiß gearbeitet, aber es war vielmehr dann unheimlich schwer, wieder zurückzukommen zur Farbe. Aber der Grund, warum ich diese Arbeiten trotzdem jetzt heute zeige, obwohl die jetzt zum Teil über 20 Jahre alt sind, ist, weil die Art, die ich heute male, hat immer noch mit dieser Vorgehensweise zu tun. Und Zeichnung ist für mich ganz wichtig. Und es hat mich eigentlich nie so interessiert, Farben auf der Leinwand zu mischen. Also, es gibt ja auch, dass man Farbe aufträgt und dann auf der Leinwand entsteht irgendwas durch die Farben und dann verlaufen die. Ich wollte das immer alles kontrollieren und eine Zeit lang habe ich das dann wirklich alles reduziert auf Symbole, Zeichen und Schwarz-Weiß.
Genau, und dann habe ich auch so, in der Phase habe ich dann auch so konzeptuelle Bücher gemacht. Also ich habe dann so Lexikon der Welt, wie bei kleinen Kindern, wo zu jedem Buchstaben gibt es dann ganz viele Bildchen. Habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann einfach seitenweise Zeichnungen gemacht, über alles, was mir zum jeweiligen Buchstaben immer einfällt. Immer mit dieser Monoprint-Technik, das heißt, immer alles spiegelverkehrt geschrieben. Das war schwierig. Ja, ja, es ging so weit, dass ich nach 2 Jahren irgendwann das Problem hatte in meiner normalen Schrift, dass ich nicht mehr wusste, bei bestimmten Buchstaben, ein N war für mich ein Problem. Ich wusste nicht, wie es geht. So rum oder so rum. Oder K. Die Ausrichtung nach da oder nach da. Genau, und das war der Schritt zurück zu Farbe. Ich habe dann einfach gedacht, ja gut, ich muss ja, kann ja diese Technik beibehalten und mal die Sachen einfach aus, so wie Kinderbücher, diese Ausmalbücher. Und das habe ich dann gemacht. Das heißt, dieser Arbeit zugrunde liegt eine wahnsinnig aufwendige, tausende von Pillen und Drogen, Schwarz-Weiß-Arbeit auf Leinwand, ist auch relativ groß. Und dann habe ich die einfach angefangen, so mit kleinen Pinsel auszumalen. Das ist jetzt alles aus diesem Buch. Und irgendwann wurden die Bilder freier. Und haben aber auch immer noch mit diesem ornamentalen Tapete, es gibt kein Hauptmotiv. Das ist all over wieder. Ne? All over, genau. Da ist auch schon Gold im Spiel. Ja. Hallo, der Messi, ne? Ja. Und genau, und das nächste Bild habe ich in Bloomington, Indiana gemalt. Ich bin dann von San Francisco nach Indiana gezogen, wegen meiner damaligen Freundin, Amerikanerin. Und da wohnten wir halt in so einer Reihenhaussiedlung im Prinzip, also Suburbs Amerika. Und da habe ich dann angefangen, mich mit diesen Häusern zu beschäftigen. Ich habe mir dann so, am Anfang gibt es ja in jedem Supermarkt an der Kasse, gab es dann immer Munition zu kaufen, das war ja so mittlerer Westen, man konnte also in Supermärkten für die Pistolen und Gewehre Munition an der Kasse kaufen und an der Kasse lagen aber auch diese Bücher aus, The Perfect Home und wie die alle heißen, My Home, The Perfect Home, so und so Home und da waren dann immer so, schon damals, das war noch so vor Computergrafik, so schlecht gezeichnete Häuser, die man, die als Inspiration dann dienen soll, wenn man sich eben so ein Haus da baut in Amerika. Und das hat mich inspiriert und ich habe dann diese Hefte mir immer gekauft und habe das dann auch ein bisschen gemalt. Ja, hier sind ja ganz viele Ebenen, nicht? Genau. Nicht, dass Sie sehen das, nicht? Dass, man muss sich schon orientieren, was gehört wohin. Und auch im Himmel sind nochmal feine Ornamente und viele Schichten. Ja, das ist jetzt auch eine alte Arbeit, also die ist jetzt auch schon wieder 20 Jahre alt, aber die nimmt halt auch vieles vorweg, von dem, wie ich heute eigentlich auch noch arbeite. Da sind jetzt beide Aspekte vereint, dieses Ornamentale, zum Teil sogar Kitschige und diese perfekte Welt, die ich aber zum Teil einfach nur erfinde. Also ich arbeite viel mit von Fotos und mit Fotos. Ich habe also tausende von Fotos zum Teil ausgedruckt, immer in Schwarz-Weiß, in meinem Atelier, die ich zum Teil selber mache oder eben ausschneide und das ist so mein Archiv. Und wenn ich davon aber etwas benutze, dann eigentlich nie 1:1, sondern ich baue mir dann daraus was. Ich bin immer so mein eigener Architekt. Aber da komme ich gleich noch, da kommen noch viele Beispiele. Nicht, wir können ja nachher auch klären, warum keine Personen bei Ihnen. Genau, ja, Fragen kommen ja gleich noch. Es kommt ja gleich noch dieser 15. Laut aufzeigen, recht. Also Personen sind selten, aber dafür haben wir hier Vogelkundliches, recht. Also nicht nur Pflanzen, sondern es ergibt sich, man lernt ihn sehen, recht viel. Genau. Genau, weitermachen. Das war, glaube ich, eine Arbeit, die auch in Krefeld ausgestellt war. Ja.
Nicht, das war dieser Katalog zur Erinnerung. Nicht? Ja, Sie hatten mal selber gesagt, das war auch immer der Wunsch Ihrer Eltern, ein eigenes Haus. Man hat das Gefühl, eigenes Haus heißt möglicherweise Familienglück, aber nicht immer. Nicht? Und je länger Sie die Häuser anschauen, ergeben sich vielleicht dann tatsächlich vielleicht nochmal Fragen. Nämlich hier ist das Ornament ja so extrem stark, dass es fast wie ein Gitter, wie ein Käfig. Genau, es beengt ja auch das Bild. Also das fand ich dann faszinierend. Ich habe dann irgendwann gemerkt, aha, wenn ich diese, ich sag mal, Tapeten letztendlich, die ja auch für Dekoration, für, ich sag mal, für ein gutes Leben stehen sollen und können, als Himmel benutze, dann macht das den Raum so eng. Und es hat sowas für mich so ein bisschen bedrohlich Enges. Wie gehen Sie da nicht vor? Mit was fangen Sie an? In dem Fall habe ich mit, also es ist unterschiedlich, in dem Fall habe ich mit dem Haus angefangen. Da wusste ich auch noch nicht, dass ich das mit dem Himmel so machen würde. Ich hatte so einen vagen Plan. Und habe dann, also mich, als ich das gemalt habe, das war basierend auf einem Foto kurz vorm Gewitter, das gibt es ja manchmal, wo dann auf einmal das Licht, der Himmel ist dunkel und das ist trotzdem alles angeleuchtet. Und so einen Himmel wollte ich machen. Dann habe ich es zuerst ausprobiert, einfach einen dunklen Himmel, das funktioniert ja auch schon ganz gut. Und dann kam mir diese Idee, ich benutze jetzt einfach diese Tapete. Und das hat für mich dann einfach noch besser funktioniert. Aber später, es gibt auch Arbeiten, wo es umgekehrt ist. Da kommt erst das Ornament und dann male ich dazwischen. Wie machen Sie das denn mit der Perspektive? Also ich meine, so ein Haus perspektivisch darstellen, ist ja nicht das Einfachste. Machen Sie das so aus der Hand? Was ich mache ist, ich nehme ein Foto und ein Epidioskop bei Tageslicht und mache ganz schnell ohne Zeichnung, also ohne Bleistift, mache ich so Outlines, also direkt schon mit Öl. So Markierungen. Markierung hier eine Ecke oder ziehe da noch schon mal eine Linie. So, dann weiß ich schon mal, okay. Das war, für mich ist wichtig, das ist so ein Hilfsmittel. Zum Beispiel meinen Studenten habe ich verboten, Projekte zu benutzen. Ja, die müssen, das muss man sich verdienen. Ich habe mir das auch verdient. Ja, nee, ich habe mal, das fand ich echt super interessant. Ich habe mal ein Jahr in Bremen unterrichtet für die Karin Kneffel. Das ist hier so eine Malerin aus Düsseldorf. Die arbeitet auch viel mit Projektoren. Und die, ich habe ihre Klasse ein Jahr lang vertreten, weil sie einfach eine Auszeit brauchte. Dann komme ich da an, sind die da alle mit Projektoren zugange. Und dann habe ich gesagt, was macht ihr denn hier? Und ihr könnt doch nicht einfach Projektoren benutzen. Geht nicht. Haben die gar nicht verstanden. Ich kann das gut erklären, weil ich finde, ein Projektor, es gibt mehrere, man muss die richtige innere Haltung haben, um einen Projektor benutzen zu dürfen. Benutzt man einen Projektor, um so eine Art hyperrealistische Malerei zu kreieren, das finde ich irgendwie sinnlos oder interessiert mich dann als Kunst nicht. Und diese Perfektion, die man dann vielleicht dadurch erreicht. Für mich war es nur ein Hilfsmittel, um möglichst schnell eine, ich sag mal, plausible Architektur hinzukriegen. Dass nicht irgendwas krumm ist und jemand sagt, was will uns der Künstler damit sagen? Ist das so eine Art von Message, dass das Dach irgendwo ein bisschen krumm ist oder der Winkel nicht 90 Grad? Nein, es sollte sozusagen unverdächtig sein, genauso sachlich. Und dafür ist es für mich ein Hilfsmittel. Darum habe ich auch, es gibt ja auch so richtig gute, wie heißen die eigentlich, wenn man so direkt vom Computer, diese Beamer, habe ich nicht. Ich habe immer noch so ein uraltes Teil, wo man so putzt, ich druck mir das aus, in irgendeiner Qualität, lege das unter so einem Epidioskop, mache auch die Rolle endlich runter und kann dann so gerade erkennen, was ich machen muss und mache das dann. Diese Himmelssituation, der Dunkelkontrast oder Verdrehung von Hell-Dunkel, hat ja auch so ein bisschen so eine Magritte-Wirkung, nicht? So ein bisschen so reales, genau. Unheimliches. Henschel hatte dann häufig beim Ornament auch auf Van Gogh Sternennacht und so weiter recht dann verwiesen. Ne? Das Was ist hier mit dem Himmel passiert? Doch, das ist irgendwie, das ist gar kein Himmel. Also das war bei
wie gesagt, oft, ich sammle einfach Fotos. Und das waren Fotos, das hatte ich selber gemacht von so einem, nennen wir es so, in den 70er Jahren gab es das viel in so Diskotheken, so Paillettenvorhängen, wie man die vor einer Tür hat. Oder so. Und das habe ich fotografiert, gedreht und dann perspektivisch in der, als Himmel benutzt. Ja, ein Bild von der Krefelder Ausstellung. Genau, das war sogar die Einladungskarte für Krefeld. Das hatte jetzt Martin Henschel selber ausgewählt als Einladungskarte. Was haben Sie für einen Eindruck? Das sieht sehr deutsch aus. Genau. Ja, ich sag mal so, es war auch der, zu der Zeit war der Höhepunkt bei mir dieser deutschen. Also es hat mich interessiert, ich bin echt rumgefahren. Ich bin einmal auch verhaftet worden. Deshalb in Meerbusch, also Meererbusch, wo diese Villengegend ist. Weil ich bin da zum Teil dann auch rumgefahren und ich hatte zu der Zeit kein Auto, sondern ein Motorrad. Und was ich nicht gemerkt habe, ist, ich habe den Helm, damit es schneller geht, den Helm immer aufgelassen. Und dann bin ich ein paar Mal auf die Grundstücke drauf gefahren in Meerbusch. Und die hatten dann die Polizei halt gerufen, haben mich dann verhaftet, auch mitgenommen. Und dann musste ich das alles erklären, warum ich das mache. Und haben sie mir dann am Ende auch geglaubt. Und man darf das auch. Mein Problem war, ich war vermummt. Man darf nicht vermummt Fotos von Häusern machen. Das hat denen natürlich Angst gemacht. Aber in der Phase habe ich wahnsinnig, mir ging es nur um Menge. Ich habe alles fotografiert, weil ich dachte, vielleicht kann ich es irgendwann mal gebrauchen. Bin einfach immer rumgefahren und mit dem Motorrad brauchte ich nie einen Parkplatz suchen, einfach auf dem Bordstein. Das finde ich interessant, ein Foto. Wären Sie einverstanden, Herr Kürten, wenn ich da den Text von Henschel mal eben vorlese? Ja. Ja? Oder ja, ist das zu anstrengend? Ich muss das einfach... wie viel Zeit haben wir eigentlich? Bis, was haben wir denn, bis 21 Uhr, noch eine knappe Stunde. Ja, gut, ja, weil ich lese schnell. So, wir sehen ein durchschnittliches Zweifamilienhaus. Darum herum herrscht eine sonntägliche Stille. Der Lieferwagen ist eingeparkt, die Jalousien sind weitgehend heruntergelassen, die Markise über den Balkon ist ausgefahren. Auf den zweiten Blick bemerken wir, dass die Szenerie am linken, rechten und oberen Bildrand gleich dreifach gespiegelt ist. So, als sei das Hauptmotiv Bestandteil eines größeren, aufklappbaren Bühnenarrangements. Unter dem Hausdach schwebt unmotiviert das Geäst einer Tanne wie eine dunkle Wolke. Dadurch gibt die Szene unweigerlich ins Unheimliche. Immer wieder mal Kirchenhäuser und Gärten, deren Vorbilder in Magazinen und Prospekten entgegen. Das ist es. Ja. Ja. Ja, das ist auch noch so ein Ding. Also ich arbeite gerne mit so Spiegelungen, versuche ich aber möglichst, ist ja vielleicht auch nicht, hoffentlich nicht eben sofort aufgefallen, weil das ist mein Plan. Also mir geht es nicht darum, oh, gespiegelt, sondern ich weiß gar nicht mehr, was jetzt hier in dem Originalfoto, was dem Ganzen irgendwann mal zugrunde lag, hier gekommen wäre oder war. Aber es hat mich scheinbar nicht so interessiert. Ich fand das dann interessanter, dass hier eine Tanne ist und dass es dann so gespiegelt weitergeht und dass man das dann vielleicht erst später merkt. Und das sind ja eigentlich für mich immer so Hinweise auf eine künstliche Welt. Also darum ist es vielleicht auch wichtig, dass die Bilder realistisch genug gemalt sind, dass man sie erstmal glaubt. Dass sie absolut plausibel aussehen, dass man denkt, man kennt die Bilder, also die Szenerien und die Architekturen, man kennt die auch wirklich. Das gibt es ja in Krefeld bestimmt auch, so ein Gebäude. Ich glaube, das ist in Düsseldorf-Gerresheim, ehrlich gesagt, aber ich weiß es nicht mehr. Also ich mache mir keine Notizen und ich zerschneide auch viele Bücher, was schade ist, weil ich mache es oft so, ich möchte nicht wissen, wenn es einmal passiert, da kam dann heraus, wo ein Foto herkam. Und das will ich nicht nochmal. Also es geht mir immer darum, ein Foto, was ich in einem Katalog finde, in der Zeitung und ein Foto, was ich selber gemacht habe, alles immer schwarz-weiß. Also wenn es ein Farbfoto ist aus meinem Computer, drucke ich es mir schwarz-weiß aus. Ich gucke dann nie mehr in den Computer. Mir geht es immer darum, dass die am Ende alle so DIN A4 Papieren da liegen und so eine Gleichwertigkeit bekommen. Sind einfach nur Zutaten, vielleicht benutze ich die, vielleicht nicht. Es darf nie so sein,
oh, das ist jetzt aber hier ein besonders wichtiges Foto, das habe ich aus dem So-und-So-Katalog raus. Darum habe ich die früher immer rausgeschnitten. Und zwar so, dass man den Text nicht sieht. Also immer mit Rasierklingen. Und ich finde den Transporter etwas irritierend. Das Haus wirkt ja ruhig, bürgerlich, so nicht den Vorstellungen gemäß. Aber dieser Transporter, das finde ich, da hat man das Gefühl, die sind ja doch unterwegs. Da kann ja was passieren. So ähnlich wie sie ja mal die im Auto oder so. Ja. Eigentlich meide ich die lieber. Ja, das ist eigentlich, das soll nur zeigen, dass ich mich natürlich nicht nur mit Architekturen dann beschäftigt habe, sondern auch mit Interieurs und anderen Dingen, Gärten. Aber das ist doch sehr mühselig und aufwendig. Ja. Wie lange brauchen Sie denn dafür so ein Bild? Das ist unterschiedlich. Da kann ich jetzt nicht so sagen. Es kommt wirklich auf die Größe an. Aber ich male immer, also eins sieht man ja auf den Bildern so ein bisschen an, ich male immer mit einem kleinen Pinsel. Also es ist ja eigentlich immer gleich groß. Also wirklich ein Mini-Pinsel. Das heißt auch, solche Flächen hier, die male ich dann, darum haben die auch immer so eine Struktur, also für mich auch so eine Art Ornament, male ich dann mit so einem kleinen Pinsel. Das, was ich vorhin am Anfang des Abends Stricken genannt habe, das, ich stricke das ganze Bild dann durch. Aber das sind doch alles immer große Formate, wenn ich das... Ja, genau, das sind jetzt so Mittelformate, 1,50 x 1,20, aber die meisten meiner Formate, also ich habe so Standardformate, sind so... 2 Meter mal 1,50 und 2 mal 3 Meter. Und dann gibt es ein paar, die gehen da drüber hinaus und ein paar darunter. Aber das sind so meine Standardformate. Waren Sie in mehreren Bildern gleichzeitig? Jein, meistens wirklich nur an einem und nur, ich sag mal, bis 2009 oder 10 habe ich nur mit Öl gemalt. Und dann gab es halt manchmal irgendwas, was trocknen musste, dann habe ich gewechselt zum anderen Bild. Inzwischen male ich aber mit Acryl und Tusche, auch schon mal wieder mit Öl, aber unter anderem, weil ich dann nicht so lange warten muss, bis es trocken ist. Also ich habe immer zwei Bilder da rumstehen, aber meistens muss ich schon sagen, arbeite ich an einem. Und das ist halt auch eine Sache, die ich erst über die Jahre gelernt habe, also an der Akademie, als ich bei Bute studiert habe, auch ihn beobachten bei der Arbeit. Ich hatte wirklich viel mit ihm zu tun, habe mit ihm auch irgendwie Marokko-Reisen, alles Mögliche gemacht. War ich irgendwie auch so ein bisschen irritiert, weil der konnte halt auch schnell malen, wenn er wollte. Der hat dann manchmal am Tag mehrere Bilder gemacht. Ja, aber das lag einfach an dieser Malweise. Er hat dann geschüttelt, sich auf das Bild gelegt, da rumgewischt, noch was drauf geschüttet und irgendwann mal das Bild fertig. Und eventuell, trotz aller Parallelen, trotz eventueller Einflüsse, die er auf mich hatte, hatte ich mich auch irgendwann dazu durchgerungen, meine Bilder dauern wirklich lange. Und dieses ursprünglich von mir hatte ich, ich sag mal, in den ersten Jahren als freier Künstler hatte ich auch immer das Bedürfnis, ich muss nach Hause gehen abends mit dem Gefühl, ich habe irgendwas gemacht. Also ein Ergebnis, am besten ein Bild. Und irgendwann fand ich das aber auch interessant, etwas zu machen, was eventuell Monate dauert. Und das war halt, musste ich mich selber zu erziehen und ist mir aber gelungen. Und in dem Film wird man es ja gleich sehen, das war dann sozusagen jetzt der Höhepunkt, dass ich an einem Bild 9 Monate gemalt habe. In Wirklichkeit sogar länger mit Vorbereitung. Und wirklich nur an dem einen Bild. Ja, Sie sind ja sehr perfekt in der Darstellung. Wir hatten Herrn Krefeld mal von Robert Longo, der ja sehr perfekt oder der Beste ist, was Kohle und Graphit anbelangt. Und dann gab es diesen schönen Schreibtisch von Sigmund Freud. Nee. Und das wäre auch mal eine schöne Sache, so ein Schreibtisch mal so nebeneinander. Ja. Nicht? Genau, das habe ich nur reingenommen, weil bis zu diesem Zeitpunkt, das ist ungefähr 2010, habe ich nie Vorzeichnungen gemacht. Ich habe also immer direkt auf Leinwand. Und dadurch auch mit dem Risiko, dass ein Bild auch manchmal nichts wurde. Das merkt man dann nach 2-3 Tagen. Wieder weg oder übermalt. Und aber jetzt amerikanisch.
Ja, und das ist aber jetzt, wie man sieht, so schon am Maßstab, an der Farbskala, das ist so ungefähr DIN A4. Und das war jetzt so eine Phase, wo ich dann tatsächlich angefangen habe, mit noch kleinerem Pinsel auch auf Papier zu arbeiten, um rauszufinden, ob es eventuell als Bild später mal taugt. Also ich habe dann von den erfolgreichen Papierarbeiten Bilder gemacht. Bis dahin hatte ich das nicht, das machen ja die meisten Künstler, dass man Vorzeichnungen macht und darauf sich beruft. Und das kannte ich gar nicht und das war dann doch auch ganz sinnvoll. Genau, da kommt jetzt das Bild. Ach, das ist entstanden auf... Aufgrund, genau, es gab erst die Papierarbeit. Und jetzt kommen, glaube ich, so ein paar Beispiele dafür. Das sind jetzt auch schon neuere Bilder. Da kann man das sehen. Da habe ich eine Ausstellung gemacht. Das ist jetzt bei COSA in Düsseldorf. Da habe ich dann einfach die ganze Galerie nur die Papierarbeiten gehangen und dazwischen dann immer wieder mal direkt eine der Arbeiten, die dann daraus entstanden ist. Also eine Papierarbeit. Nein, Mann, die werden natürlich nie genau gleich. Ja, mir das wirkt ja gerade durch die Lichtverhältnisse etwas unheimlich, schon fast so krimiartig. Ne? Genau. Genau, man sieht ja auch, ich habe arbeite viel mit Gold. Ich kann sagen, so 75% meiner Bilder, auch wenn man gar kein Gold mehr sieht, wie in dem Bild, sind auf Goldgründen gemalt. Das geht zurück auf ein, jetzt könnte man sagen, Bute. Ich habe halt auch als Student gerne mal was mit Gold gemacht, um meine zutiefst religiösen Eltern, die auch mich entsprechend erzogen haben, so ein bisschen zu ärgern, weil für die war, ich habe da gerne so Heiligenscheine und sowas gemalt, so schwebende Heiligenscheine, für die war das immer so eine Art Herausforderung, sich diesen Bildern, diese Bilder angucken zu müssen. Und ich habe das dann aber wieder verworfen und es gab dann irgendwann einen Buchverlag in den USA, in San Francisco, die wollten mit mir ein Buch machen. Die heißen Artspace und die sind dafür berühmt, dass die immer einen Künstler und einen Schriftsteller zusammenbringen, die sich nicht kennen dürfen vorher. Und die machen dann ein Projekt. Und die hatten zu dem Zeitpunkt auch schon viele Projekte, also Bücher gemacht. Und dann haben die mich gefragt, ich hatte aber keinen Schriftsteller, den ich jetzt hätte benennen können. Und dann haben die Nina Hagen komischerweise gefragt. Und das war ein Jahr lang ein totales Chaos. Also wir haben wirklich zusammengearbeitet, war auch ganz witzig zwischendurch. Aber am Ende hat der Verlag Nina Hagen im Prinzip wieder rausgeschmissen, weil die halt nie pünktlich abgeliefert hat. Was schade war, weil wir haben es eigentlich ganz gut verstanden. Und in der Phase hatten wir beide dann die Idee, also Nina Hagen und ich. Ich habe dann gesagt, ich mache sowas mit Gold. Und ah super, wir machen ein Gebetsbuch. So. Sie wollte dann was schreiben und dann kam das aber irgendwie nie zustande und dann ist dieses Buch, also mit meinen Bildern schon, mit Rebecca Solnit, das ist eine bekannte amerikanische Schriftstellerin, die hat das dann mit mir gemacht. Das ist dann kein Gebetsbuch geworden, aber weil ich schon so viel mit Gold rumexperimentiert hatte, bin ich so ein bisschen dabei geblieben, weil ich merkte dann, wenn man das so unironisch macht, also einfach das Gold benutzt, um zu gucken, wie steht eigentlich Farbe darauf. Was passiert dann? Was passiert, wenn man die ins Licht hält, wenn das Licht von rechts oder von links kommt und wie sich das alles ändert? Das hat mich dann doch ziemlich fasziniert und das mache ich bis heute. Also ich habe heute auch wieder an einem Goldbild gearbeitet. Und das, ich glaube, ab jetzt kommen fast nur noch Goldbilder. Das kann man ja mal so. Wenn man das Bild dann so ein bisschen dem Licht unterschiedlich entgegenhält, ist ähnlich wie bei Sigmar Gorka mit seinen fotografischen Oberflächen. Genau. Verändert sich das ja. Genau, es verändert sich sehr stark. Also je nach Lichteinfallwinkel, kann man sagen. Also auch das, das sind alles Goldbilder. Da ist kein bisschen Gold mehr zu sehen. Das ist komplett, das Gold ist übermalt, ist verschwunden. Aber ich muss dann immer gegen das Gold anmalen, nenne ich das mal. Es war für mich auch ganz interessant. Man ist ja gewohnt, so, ah ja, okay, ich male jetzt mal einen Baum. Also jedes Kind, wenn ich sage Baum, im Kindergarten, nimmt ja erstmal die grüne Farbe. Weil es weiß, okay, grün. Auf weiß ist grün. Baum grün. Und auf dem Gold war das ganz merkwürdig. Ich habe dann blau auf Gold, wird dann so ein Anthrazit grau. Und dann musste ich so dagegen anmalen, gegen dieses Grau. Das heißt, ich musste dann mir die Farben neu mischen, mir neu überlegen, wie kriege ich jetzt ein Blau hin und wie kann ich das kontrollieren, dass es immer noch golden schimmert, wenn man guckt, ohne dass
und gleichzeitig eben auch blau ist. Und das hat mich halt auch so ein bisschen inspiriert, weil es halt nochmal in Frage gestellt hat, diese ganzen Routinen, die sich dann eben nach so vielen Jahren des täglichen Malens, ich bin auch so ein, sag mal eher so ein Arbeitstier, also ich gehe jeden Morgen um 7 ins Atelier und arbeite auch bis abends, dann kriegt man auch so Automatismen, dann macht man einfach irgendwas. Und man weiß ja immer, wie es geht, man weiß, wo die Farben stehen, ich habe das alles geordnet. Ich habe auch einen Assistenten, der mir die Leinwände grundiert, sondern weiß ich auch schon immer, okay, das steht da und die ganz frischen stehen da. Und das war ganz interessant mit dem Gold, weil es mich neu herausgefordert hat. Das könnte ja jetzt quasi ein Bild war mit 100 Jahre Bauhaus. Genau. Oder Neutral. Genau, also da komme ich gleich auch noch ein bisschen drauf zu sprechen. Die Architekturen haben sich, wie man, zu dem Bild, was jetzt nicht mehr zu sehen ist, habe ich als Bauingenieur den Einwurf, dass die beiden Treppen in der Mitte, wo sie zusammenkommen, das funktioniert nicht. Hier, die Spiegelung. Was, man kann nicht von unten nach oben kommen, weil die Treppen gleichzeitig sich schneiden. Nee, aber das ist ja eine Spiegelung, das ist Wasser. Ja. Ist das denn eine Naturaufnahme gewesen? Nein, das ist gefaked. Also das ist daran, genau, also das geblümte Auge sieht das natürlich. Ich bin zufällig Bauingenieur. Nee, genau. Die Stimmen, die Bilder, hatte ich ja schon mal heute gesagt. Ich male also nicht, genau, das habe ich also vorhin gesprochen habe davon, dass ich Studenten verboten habe, Projekte zu benutzen, um so eine Realität oder so eine Hyperrealität zu schaffen. Ich benutze den nur, um so ein paar Linien gerade hinzukriegen. Und ansonsten erfinde ich aber auch ganz viel. Und mir geht es aber darum, dass es auf den ersten Blick erstmal plausibel ist. Dass man denkt, ja, habe ich schon mal gesehen, das reicht mir eigentlich. Und dann geht die Reise im Prinzip woanders hin. Interessant sind ja auch diese Schnittlinien hier, nicht? Dass man, ja, das ist wieder eine Spiegelung. Ne? Das, das genau. So, also es gibt immer wieder mal Hinweise in den Bildern, dass es eben keine Realitäten sind. Aber ich glaube, sie sind Realität genug, dass man es sich trotzdem vorstellen kann. Ja, das ist ja jetzt ganz anders als Ihr Einstiegsbild mit Shadow Time. Das ist ja jetzt ein ganz anderes Wohnmilieu, gehobene, wie soll man mal sagen, gehobene obere Mittelschicht. Hätte jetzt, Herr Merz hätte jetzt gesagt Mittelschicht. Ja, genau. Nee, das hat mich aber auch immer interessiert. Also ich sag mal, so eine ist natürlich auch so ein bisschen durch meine Jahre in Kalifornien beeinflusst und auch, sag mal, bestimmte Leute, die man auch so kennenlernt. Also mir ist tatsächlich passiert, dass ich mal, das war jetzt allerdings an der Ostküste, in den Hamptons, ein Sammler, der ein Bild von mir besaß, unbedingt wollte, dass ich mit ihm und seinem Helikopter in die Hamptons fliege, weil er mir sein Haus zeigen wollte. Ich habe gar nicht verstanden, warum. Ich bin dann mit dem Bus, nicht mit dem Helikopter dahin. Ich habe mir angeguckt, weil ich dachte, warum nicht? Ich mache vielleicht ein paar Fotos. Ich habe es dann, hat mich nicht interessiert, das Haus. Und dann habe ich aber erst vor Ort gemerkt, es war ein Missverständnis. Er hat gedacht, ich porträtiere Häuser. Für ihn. Mit Helikopter. Er hatte einen Helikopter, ja, ja. Damit es schneller geht. Und das habe ich dann abgelehnt, weil er hatte gedacht, ach, wenn der so toll Häuser malt und auch so schön malen kann, dann kann er ja auch mal mein Haus malen. Und das war halt das Missverständnis. Mir geht schon um so Schönheit und auch um so eine perfekte Welt, aber es ist natürlich, sag mal, so perfekt und so schön, dass es ja nicht mehr wahr ist. Es ist eine Fälschung. Jetzt haben wir diese Einsprengsel im Himmel, nicht? Van Gogh sozusagen in Erinnerung, nicht? So diese Leuchtkegel, dadurch nochmal so ein bisschen Irritation. Der Garten wird aber auch zum Haus, also es ist jetzt nicht nur Idylle. Die Bäume sehen schon etwas sterbend aus, oder die Jahreszeit. Ja. Ja, und dann vor allem an der Dachkante nochmal diese extreme Spiegelung von allen Seiten, nicht diese Schattenbildung. Schattenbildung, hier ist nochmal die Spiegelung, wo da eigentlich jetzt nichts sein kann. Und so. Da sind schon so Verwirrspiele in den Bildern, die auch
die Bilder dadurch so ein bisschen auch unheimlich machen, finde ich. Also ich kenne auch ein paar Leute, die meine Bilder nicht mögen deshalb. Also nicht mögen im Sinne von, die mögen die, aber die wollen die nicht um sich, nicht hängen. Das finde ich so unheimlich. Das sind jetzt große Papierarbeiten, genau, da müssen wir vielleicht noch ein Bild weitermachen, weil dann kommt es vielleicht. Also, ich habe jetzt vor 2 Jahren angefangen, man sieht immer, die sind so ein bisschen vierteilig. So 4 große Papiere, die sind irgendwie immer so groß wie so ein Tisch, vielleicht etwas größer. Und viele fragen immer, warum da diese Linien drin sind. Da habe ich halt Papiere zusammengeklebt, brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Das hatte einen Grund, vielleicht kommt es im nächsten Bild. Da hat so eine, es gibt so eine sehr aufwendige Künstler-Edition in New York. Die machen einmal im Jahr nur ein Buch. Die fragen immer 10 Künstler und jeder Künstler darf dann so 20 Seiten machen. Und die hatten mich gefragt, und es war eine große Ehre, vor 2 Jahren. Dann habe ich gesagt, ja, hier sind die, wer die Arbeiten, die ich zeigen möchte. Dann haben die gesagt, nee. Wir machen ja, das gibt es bei Buchhandlung Hönig zu kaufen, Esopus heißt das. Sehr aufwendig, so dick. Schallplatten drin, also CDs, DVDs, ausklappbare Poster, so Pop-Up-Sachen, wenn man die aufmacht, wie bei Kindern, oder manchmal auch Soundsachen. Super aufwendig, darum auch entsprechend teuer. Und die haben dann vorgeschlagen, ich könnte doch, wenn ich eh so viel mit Spiegelungen arbeite, sie würden das finanzieren, all meine Bilder so zum Ausfalten machen. In egal welche Richtung und egal wie gefaltet. Und dann habe ich das halt gemacht und darum bin ich dann auf diese Vierteilung gekommen. Ich hatte so ein paar in Vierteilung gemacht und habe die dann tatsächlich in Vierteilung gemacht, um das auszuprobieren im Atelier. Und nachdem ich die dann gemacht hatte, war dann halt die Frage, weil ich immer noch in diesem Format ab und zu arbeite, ob ich die ab jetzt wieder ohne Vierteilung mache, aber ich mache die jetzt weiter in dieser Vierteilung. Eventuell kommt gleich auch Anne. Kommt nicht. So, hier sehen Sie mal ganz schön den Goldgrund, so geht's los. Genau, das ist ein Foto, was entstanden ist, während dieser Film gemacht wurde. Weil ich habe dann, weil ich dachte, okay, ich kann ja jetzt nicht jeden Tag, und dieses Filmteam konnte nicht jeden Tag kommen, wäre ja auch albern gewesen, habe ich gesagt, ich baue einfach 3 Kameras auf für das ganze Jahr. Das sind so billige, leider billig, hätte ich mal lieber bessere gekauft, Digitalkameras dahingestellt im Atelier und habe dann immer alle 20 Sekunden, 30 Sekunden ein Foto gemacht mit einer der Kameras. Also das war natürlich auch nervig, wenn dann, also ich muss zum Bild hin, habe einen kleinen Strich gemacht, bin zur Kamera, nach dann wieder ausgelöst und dadurch gibt es dann eben diesen Stop-Animationsfilm. Das ist ja so eine Technik, wo das dann so wächst. Dann konnte man dadurch sozusagen die Zeit zwischen den Besuchen dieses Filmteams füllen und man sieht trotzdem, wie das Bild weiter ist. Mal gucken. Genau, so sieht es dann am Ende aus. Aber da gibt es ja eh einen Film zu, darum sage ich da jetzt nichts. Und das sind die letzten Bilder, die ich, ich hatte jetzt gerade eine Ausstellung in den USA und das ist jetzt eines der Bilder, die ich vor einem halben Jahr oder vor 3-4 Monaten gemacht habe. Ja, das ist jetzt eine Kombination, nicht? Diese genau. Rollover von der mentalen Blumen mit der Architektur. Kombination. Genau, und die Bilder heißen halt eigentlich immer, also diese Blumenbilder, aber eigentlich könnte ich auch all meine Architekturbilder so nennen, heile Welt. Oder im Englisch klappt das auch ganz gut, Perfect World. Weil in diesem Perfect klingt auch noch sowas, ich sag mal, Gebrochenes. Heile Welt, da ist das Gebrochene, weil wir ja wissen, dass, da gibt es ja so ein Sprichwort, hast du brauchst ja da nur deine heile Welt. Das habe ich versucht, den Amerikanern immer zu erklären. Das hat aber, haben die nicht verstanden. Die hatten dann auch mit dem Wort heil natürlich auch immer ein Problem. Muss dann erklären, was es wirklich heißt. Aber es gab keine richtig gute Übersetzung. Es gibt also das Wort heile Welt, gibt es keine gute englische Übersetzung für. Und das nächste war dann wirklich Perfect World. Habe ich dann mit wirklich noch endlosen Diskussionen und anderen Titeln mich dazu entschieden. Genau das wird jetzt nochmal interessant, weil
Kunsthalle wird es. Genau, die wird morgen, kommt ein Katalog raus in der Kunsthalle, morgen Abend ist da eine Veranstaltung. Die hatten mich gefragt, 50 Jahre Kunsthalle vom, war das so, vor knapp einem Jahr, oder vor einem Jahr. Und ich habe dann immer gedacht, 50 Jahre Kunsthalle ist doch viel älter. Bis ich dann gemerkt habe, nein, die meinten 50 Jahre das Gebäude Kunsthalle. Und die haben dann bestimmte Künstler gefragt, ob sie einen Beitrag machen dafür speziell. Und sich berufen in ihrem Beitrag entweder auf das Archiv der Kunsthalle, die Geschichte der Kunsthalle, oder die Politik der Kunsthalle, oder, und ich war der Einzige komischerweise, auf die Architektur. Und ich habe dann viermal die Kunsthalle gemalt und habe die, die sind jetzt leider hier nicht, bis auf das, und das ist, war jetzt nicht in der Ausstellung, aber ich habe viermal die Kunsthalle gemalt und habe die einfach privatisiert. Da kommt jetzt noch ein weiteres. Wir haben es vor Augen, nicht? Krabbelplatz, nicht? Dieser Genau. Und die nach Max Ernst Arbeit steht. Und da ist jetzt der Schmalenbach von gegenüber zum Swimmingpool. Genau. Aber eventuell kommt, ich bin jetzt unsicher, was da drin ist. Genau. Das ist jetzt im Prinzip der Blick vom K20. Und das ist auch der Original. Ich habe wirklich, das ist auf Papier, die ist nicht riesig, die Leinwand. Das ist ungefähr jetzt die Originalgröße, wie wir es hier sehen. Und ich habe den Pollock genommen, den ja, diesen berühmten Pollock, den, der ja der Kunstsammlung gehört, und habe den tatsächlich nachgemalt, ganz genau. Und ich habe einfach vier Tage nur ja an diesem Teil gearbeitet, weil ich das haargenau haben wollte. Ah ja, das ist Max Ernst. Genau, und das ist Max Ernst. Aber ist irgendwie gestohlen worden. Und das ist jetzt im Prinzip MoMA, New York. Weil sozusagen New Yorker würde sagen, ach so, warte mal, das sind ja genau die Skulpturen in diesem Skulpturengarten von MoMA mit diesem weißen Marmor und diesem Brunnen und genau diesen Bäumen auch, die sehr auffällig sind. Mhm. Aber es funktioniert auch mit so einem selbstgebauten Haus. So, jetzt sind wir wieder bei Shadow Time. Genau, also letztendlich schließt sich da so ein bisschen der Kreis. Ja. Das ist jetzt zum Beispiel ein Entwurf, dieses Haus gibt es gar nicht. Das fand ich dann nochmal eine Erweiterung von meinen Möglichkeiten, weil ich habe die ja doch immer basierend auf irgendwie Fotos, die mich inspiriert haben, gemacht. Und dann habe ich so eine Webseite gefunden, da konnte man tatsächlich so sozusagen so als Hobbyarchitekt sich so ganz schreckliche Häuser bauen. Also auf der Webseite selber, ich könnte sagen, ich will so ein Dach, dann will ich mal so eine Tür und so, und dann baut man das und dann schiebt sich das so zusammen, dann kann man die Perspektive ändern. Dann habe ich mir das so gebaut und habe mir das dann ausgedruckt und gemalt. Also ist das auch? Ja, ich habe versucht, so ganz viele schreckliche Fehler da einzubauen, also Architekturfehler oder so Vorortsgefühle. Ich selber stamme ja auch von hier im Prinzip. Also ich bin auch geprägt davon, das kommt gleich im Film, darum sage ich zu allem immer nur so ein bisschen was, aber auch davon, dass meine Eltern, ich bin in Büderich aufgewachsen, und ich habe zwei Geschwister und ich wollte immer einen Hund haben als Kind. Und meine Eltern haben immer gesagt, ja, du kriegst einen Hund, sobald wir ein Haus haben. Das war also immer so verbunden und überhaupt alles war immer mit dem Haus verbunden. Also im Prinzip haben meine Eltern uns immer gesagt, wenn wir ein Haus haben, wird alles gut. Und dann haben meine Eltern irgendwie gesucht, die konnten sich dann vieles nicht leisten, weil wir wollten unbedingt in Büderich bleiben. Büderich war damals schon schwierig, mit Häuser bauen oder kaufen. Und irgendwann haben sie ein neues dann gebaut, selber gebaut. Da war ich aber dann schon 15 und das war dann auch so die große Enttäuschung, weil mit 18 bin ich ausgezogen. Und mein älterer Bruder sowieso. Das war dann irgendwie, das war unser Lebensthema, weil wir sind am Wochenende immer rumgefahren und haben uns Häuser angeguckt. Oder Grundstücke. Also in Krefeld, in Strümp, in Karst, in was man eben so guckt. Weil mein Vater war bei Böhler AG tätig, in Büderich, Düsseldorf, als kaufmännischer Angestellter. Und die konnten jetzt keine riesen Häuser kaufen. Und darum haben die halt ewig gesucht. Und das hat, glaube ich, eventuell eben auch diese perfekten, in Anführungsstrichen, perfekten Architekturen und Bilder von mir beeinflusst.
Und es gibt eine schöne Verbindung zu Krefeld. Volker Döhne hat im Augenblick im Kaiser-Wilhelm-Museum die große Retrospektive. Und sie haben, glaube ich, 2-3 Mal Volker Döhne-Motive in Krefeld wahrgenommen und umgesetzt. Nicht? Und Sie kennen das sehr wahrscheinlich. Das ist dieses ganz frühe Bändchen von Döhne, wo er die schönen Seiten von Krefeld zeigt, wie gebaut ist. Aber übrigens von dem Katalog von Krefeld ist ein Gebäude, ja. 2 Türen weiter von Horst ist das. Ja. Sie sehen, Krefeld lebt. Genau, also Krefeld war für mich auch immer ein interessanter Ort, um Motive zu sammeln, weil da gibt es auch viele dieser Architekturen. Das ist jetzt nochmal so eine Art MoMA-Bild. Das ist jetzt das Letzte. Jetzt können wir aber den Film einfach mal gucken. Oder sollen wir mal ganz kurz ein paar Fragen ermöglichen? Ich mach mal nicht. Ja, wir können es ermöglichen. Ich gebe zu bedenken, dass in dem Film viele Dinge gesagt werden, die eventuell jetzt als Frage auftauchen. Ja, der ist schon. Aber vielleicht doch was Abwechslung. Aber als Abwechslung. So, wir verteilen nachher Noten, also geben Sie sich Mühe. Ja, was natürlich interessant ist, Sie sind auch Musiker und es gibt ja viele Beispiele. Markus Oehlen, der an der Trommel gearbeitet hat, wie mit E-Gitarre. Das ist ja so ein Parallelleben, Musik und Kunst. Ja, es war nie so gedacht. Also ursprünglich habe ich mich für Musik interessiert und dann war aber auch mir relativ schnell klar, dass ich nicht beides schaffe. Es gab aber dann ein paar Jahre, nachdem ich aus den USA zurückgekommen bin, ich habe dann also insgesamt fast 4-5 Jahre in den USA gelebt, und dann bin ich wieder nach Düsseldorf zurück und vorhin gab es ja dieses Bild, wo ich gesagt habe, in San Francisco habe ich dann mit anderen Künstlern viel gemacht, habe ich dann auch Musik gemacht und habe das so wieder für mich entdeckt, dass man, als Maler ist man ja immer alleine im Atelier und irgendwie brauchte ich das dann, so einen Austausch, und das war dann für mich einfach so eine Band, das war eigentlich, fing so hobbymäßig an und dann gab es halt wie in einem schlechten Film, irgendwann den Manager, der ankam und sagte, ja, ihr seid richtig gut, wollt ihr sozusagen einen Plattenvertrag bei einer relativ großen Firma, und das passierte dann tatsächlich. Das war jetzt ein super Bild. Das hieß Super Bild, genau, und wir haben dann bei BMG unterschrieben, bis heute muss ich mich mit denen rumschlagen, weil wir haben dann auch ziemlich viele Vorschüsse bekommen, weil die halt gesagt oder gedacht haben, wir wären das nächste große deutsche Ding. Haben uns auf Tournee geschickt mit größeren Bands, wir haben in den USA gespielt. Also dieses Klassische, ich wollte das mal machen, so auf Tour sein und in Hotels. Und ja, und es ist dann wieder eingeschlafen. Das war dann eben doch nicht das nächste große. Und jetzt haben wir Schulden, leider. Aber man muss die ja nicht zahlen. Wenn man sich so ein bisschen auskennt mit diesem ganzen Musikkram, weiß man ja, diese Vorschüsse, die muss man dann nur begleichen mit Einnahmen durch GEMA. Also nur wenn irgendwas von mir im Radio läuft, gehen dann so ein paar Cent zurück auf diese Altschulden. Ja, Sie hatten ja immer Ihre Familie erwähnt. Ist denn jetzt Ihre Studentenklasse sowas auch wie eine Großfamilie? Das ist wie eine Familie, ja. Also ich reise mit denen an die Orte. Ich war in San Francisco, in New York mit denen. Die mich auch interessieren, versucht, die so ein bisschen teilhaben zu lassen. Da habe ich dann auch die gleiche Strategie wie mein Professor. Also der Michael Bute war eigentlich ein schrecklicher Lehrer, muss man sagen, im Nachhinein. Also er konnte eigentlich nichts vermitteln, er konnte das einfach nicht. Ist ja, hatte ich ja auch erzählt, früh gestorben, hat halt auch extrem gelebt und dann kann man sich ja vorstellen, was ich damit meine. Er war dann eben manchmal auch nicht ansprechbar oder zuverlässig oder ist nicht gekommen und so. Das war schon ziemlich nervig, aber was er konnte, und davon habe ich mich zumindest ein bisschen inspirieren lassen, ist, er konnte einen teilhaben lassen an seinem Leben. Wir sind dann als Student, wir haben uns dann immer eingeladen nach Köln, weil er einfach es nicht geschafft hat, nach Düsseldorf zu kommen. Dann haben wir da alle gewohnt, tagelang. Ja, Sie wissen, das Kaiser-Wilhelm-Museum hat 2 Arbeiten von Ihnen, einmal die frühe Arbeit Shadow Time und dann die Arbeit von 2014, also sozusagen den Bogen gespannt für den Dialog. Frühes und spätes Bild. Genau. Ja, Ihre Fragen. Ab wann war für Sie klar, dass Sie in die Richtung Malerei beruflich gehen wollen? Oder gab es da ein Schlüsselerlebnis oder hat Ihnen jemand gesagt, da ist Talent? Oder? Nee. Ich will überlegen, wie war das? Das Buch der Tante. Ja.
Ja, es war das Buch der Tante, hat das Interesse geweckt. Und dann kam alles zusammen, all die Sachen, die ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe so ein paar Sachen rausgeschmissen. Buchtitel und Schallplatten und so. Das hat mich alles darin bestärkt, zum Beispiel mein Interesse für Musik. Das war dann so in dieser Post-Punk-Zeit, sagt man so schön, Ratinger Hof, Düsseldorf. Da bin ich dann da auch hingegangen. Ich war natürlich viel zu spät, also ein paar Jahre zu spät, um irgendwas noch Wichtiges da mitzukriegen. Aber da hingen halt alle rum. Und ich merkte auf einmal, dass in diesen Kreisen, in denen ich mich da bewegte, die anderen auch alle irgendwie was mit Kunst machten. Eben Markus Öl. Ja, und auf der Akademie waren. Und ich wollte schon auch gerne Kunst machen, hatte aber wirklich meinen Eltern zuliebe gedacht, ja, ich guck mal, ob ich vielleicht, oder Lehramt, Englisch und so weiter. Und dann gab es halt dieses Schlüsselerlebnis, das war aber nicht ein Tag. Das war einfach, dass ich dann in so ein paar Monaten wahnsinnig viele Musiker kennenlernte, die ich interessant fand, die aber auch alle irgendwie Kunst machten oder an der Kunstakademie waren. Und dann habe ich die besucht und dann habe ich gedacht, ja, da will ich auch hin. Und das stand also im Prinzip schon ein Jahr nach dem Abitur dann fest, weil direkt nach dem Abi habe ich sozusagen die Bewerbung verpasst, aber war mir das noch nicht so klar. Und dann wollte ich, war das alles oder nichts, wollte nur das. So, und das fand meine Eltern aber nicht so toll. Ja, wichtige Frage ist immer die Preise Ihrer Arbeiten. Wir haben hier was stehen, was wird das kosten? Weiß ich wirklich nicht. No. Das ist jetzt ein Druck. Nee, ich weiß es gerade nicht, weil ich... Also Preise ändern sich auch. Nee, die werden teilweise unterschiedlich. Genau, Preise sind unterschiedlich, aber das wird ja auch von Galerien oder vom Markt bestimmt. Und ich meine, das ist das Schlimme am Kunstmarkt, sage ich mal. Irgendwann hat man nicht mehr so ganz die Kontrolle darüber. Weil es dann eben auch Leute gibt, die den Kunstmarkt manipulieren, sage ich mal. Damit bestätige ich wahrscheinlich so ein paar Klischees, aber ich weiß das einfach von einer Freundin von mir, eine Engländerin, die hat in New York ausgestellt und ihre erste Ausstellung war das, die war ausverkauft. Und dann habe ich sie, weil ich mit ihr befreundet war, gefragt, was jetzt passiert mit den Arbeiten. Die meinte, ja, weil es war schon am Eröffnungsabend alles verkauft und sie meinte, ja, so ganz würde das nicht stimmen. So. Und später tauchte dann ein Bild von ihr in der Auktion auf. Ein halbes Jahr später. Man muss hinzu sagen, die Ausstellung war bei Gagosian, einer der großen Galerien. Und der hat einfach dann im Prinzip über einen Mittelsmann eine Arbeit in der Auktion gegeben. Die ging dann wahnsinnig hoch und ein halbes Jahr später wurden all ihre Bilder wieder angeboten. Und zwar in Auktion. Ich nehme an, der Galerist hat die einfach an Strohmänner gegeben, die waren gar nicht wirklich verkauft. Und das ist natürlich, das sind so Dinge, das hört man ja immer wieder mal, dass der Kunstmarkt so ein bisschen manipuliert wird. Von den extrem Mächtigen so Dinge passieren und die hatte gar keine Kontrolle mehr über ihre eigenen Bilder, über ihre Preise auch. Die waren dann sozusagen, danach war der neue Preis, war dann der, der auf dieser Auktion erzielt wurde. Und der war ein Vielfaches von dem ursprünglichen. Also am besten überall einen roten Punkt an der genau. Der Besucher unter Druck und denkt, ist noch was zu haben. Ja genau, ich erzähle das jetzt auch, weil ich ein bisschen davon auch selber genervt bin. Ich habe das früher auch nicht so wahrhaben wollen, weil ich mir dachte, ja, das wird nur so gesagt, aber doch, da ist schon was dran, es wird da ganz schön viel, also nicht jeder Künstler kann kontrollieren, wie die Preise sind. Wie kommen wir jetzt zu dem Film?